Und damit herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn mit Freddy und wir sind in Devil's Crossing und haben hier irgendwie mit noch Chantal und Lafishy, nicht mit Freddy. Genau, und haben hier noch eine Quest abzuschließen. Ah, Freddy redet schon. Ah, wir sind jetzt friendly in Devil's Crossing. Ja, wo steht das eigentlich? Auf... Wo war denn das? Come see what's left. Ich glaube, das stand hier irgendwie mal bei den. Keine Ahnung, es stand vorher mal bei den Chartteilen, aber jetzt anscheinend nicht mehr. S vielleicht? Nein, S nicht. Brauchst du eine 33er Schulterplatte? Mm, 10% ja. Cold Resistance und 13 Lightning? Da liegt's. Guck's mir einfach mal an. Zwei Handwaffen nimmst du auch, ne? Nee, ich habe jetzt ein Schild und eine Einhandwaffe. Okay. Gutes. Ich weiß nicht, ich habe eine mit 28, die ist doch ein bisschen besser. Ich ja, verkaufe dann auch. Einfach. Hier hast ach, du stimmt, das hier, da. Ach, stimmt, das ist der neue Händler, den wir hergebracht haben. Stimmt. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum wir hier eine Quest haben. Da hier noch ist was. Noch besser. Ich höre dich jetzt die ganze Zeit mit dem Scheiß zu, Alter. Ich habe davon noch so viele. Welchem Scheiß? Ja, von diesen ganzen Scheißsachen, das und das. Boah, geiler Helm. 34er Helm erstmal gekriegt. Brauche ich das noch? Das Sexual Knife nicht und das Amulett. Brauche ich auch nicht. Wir sind übrigens hier in Devil's Crossing, weil wir gerade gestartet haben. Ja, genau. Und wie kenne ich wieder dahin zurück, weil wir keine Profis sind? Wohin? Da, wo wir aufgehört haben. Boah, habe ich gerade was Cooles eingetauscht. Ne, hier war ja noch eine Quest abzuschließen. Was ist denn das? Resistant Plating. Ich habe übrigens hier so ein Set-Teil gefunden. Wenn ich so ein Set hat, so eine Artefakt, was man bauen kann. Und hab ein Schild für dich. 19% Chance, 100 Damage abzublocken. Okay, ich habe 20% 90 Damage abzublocken. Und ich habe 6% Health und 2% Defense, was ich bald ich meine erstmal. Okay, haben wir verkauft. Okay, 20% 90 Damage abzublocken. 22% 105 Damage abzublocken. Hatten wir das Portal in Whitemire nicht schon und in Foggy Bank? Ja. Ich hab die nicht mehr. Warte, ich guck mal kurz nach. Hier liegt noch was für dich. Jetzt sag mir nicht, das ist buggy. Also mein Skilltree-Schein, also meine Skillscheine hast du auf dem Level zu sein, wo ich sie vorher jo, hatte. Jo, hab ich auch nicht. Ich hab nur noch bis, Moment mal. Ja, bis Whitemire. Ja, Whitemire's Portal habe ich schon nicht mehr. Ich auch nicht. Und erkundet habe ich's bis Foggy Bank anscheinend. Ich kann's doof. Nicht sehen. Also ja, ich habe einfach mal durchgescrollt, also sieht so aus, als wäre ich da vorne. Ja, bei mir sieht's auch so aus. Okay, dann lass mich mal kurz eine Aufnahmepause machen, dann müssen wir nochmal gucken. Okay, Aufnahmepause, wir gehen dann nach Burry Hill wahrscheinlich und laufen einfach nochmal bis zur Foggy Bank. Also bis dann. Willkommen zurück, wir haben jetzt mal eben gefixt, die Portale. Hat ein paar Minuten gedauert. Und dann gucken wir von hier aus jetzt weiter rum. Ja, wir hatten dann noch kurze Schwierigkeiten, technische Schwierigkeiten und ja. Hatten das wir? Sieht mir ein bisschen hässlich aus. Ach stimmt, dann ist ja der Server einmal abgestürzt, ja stimmt. Wir wissen jetzt nicht genau, ob das klappt, wenn er Portale aktiviert, dass ich dann jedes Mal aus dem Spiel fliege, denn eben gerade bin ich aus dem Spiel geflogen, als er ein Portal aktiviert hat. Und das wäre ein bisschen hinderlich. Ist ja geil. Es gibt sowieso nicht so viele Portale. Du hast richtig viele noch. Weil er noch gar nicht auf der Karte sieht. Es ist nicht richtig viel aus dem Paar halt.
Ich sollte eigentlich nicht so weit vorne drin stehen. Du solltest mal erstmal reinrushen, aber ich bin viel schneller als du. Meinst du? Wir haben schon ein paar Rotting Soldiers jetzt mehr, weil wir auf dem Weg halt ein paar getötet haben. Jo, und ich weiß gar nicht, ob die von meinem Spielstand noch mitgewertet werden. Wie viel hast du? Einen gemacht. Hä? Hab einen zwischendurch gemacht, 11 von 15 sind es bei mir. Ja, ich habe auch 11 von 15, weil ich auch noch einen getötet habe, als du rausgegangen bist. Okay, hier waren wir überall schon. Ja. Scheiß Schwärme. Danke. Die Rotting Soldiers waren übrigens damals, als ich noch gespielt habe, als ich auch die Videos gemacht habe, ziemlich selten und das hatte richtig lange gedauert, die 15 zusammenzubekommen. Deshalb hatten wir die so ein bisschen weiter gemacht, bis uns dann aufgefallen ist, oh, die sind nicht mehr selten. Ich habe übrigens nur 21 FPS. Redest du so ein bisschen leise? Eigentlich nicht. So an. Nö. Ich versuche nur nicht die ganze Zeit zu schreien. Ich glaube, ich mein Headset of the Ronson hatte. Kannst du haben. Oh das Gott. Es ist übrigens heute Sonntag, das heißt 2 Tage vor Upload. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen wenig. So für uns. Nö, ist normal. So, für mich ist es zu wenig. Ich habe die Woche über ja nachträglich so ein bisschen alles hochgeladen. Ich muss gucken, ob ich heute Abend noch für euch sonntags noch ein Talk am Sonntag raushaue. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das aufzunehmen. Weil ich nicht weiß, ob ich das in Euro Truck Simulator 2 aufnehmen soll. Nimm es einfach irgendwo auf. Ich finde es ganz cool in Euro Truck Simulator 2, aber dann bin ich immer ziemlich verwirrt. Also einfach ein normales Spiel, also ein normales Spiel, halt ein anderes Spiel nehmen. Und das einfach. Hast du Lust gleich mit mir über die Woche so ein bisschen zu quatschen? Also nicht. Ich habe auch nicht so viel erlebt. AKA Stream. Ich habe nicht so vor, ich habe auch momentan nicht so wirklich Lust auf Stream wegen meiner gesundheitlichen Lage. Achso, du bist ja immer noch krank. Ja, ist nicht so angenehm, da so viel zu machen. Das Aufnehmen geht schon klar, hin und wieder mal ein kurzes Stream, kann ich schon machen, aber lol, ist in der Zeit einfach nicht so. Außer der Pentakill, den ich gemacht habe, der war super. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Lol ist halt überhaupt Pentakill. Nicht meins. Sind Leute immer 5er-Maps oder was? 6er-Maps? Das sind 10 Leute auf einer Map immer, also 5 dein Team, 5 das Gegner-Team. Ah, okay. Ja, ich dachte, es gibt irgendwie 6 Teams oder so. Nee, das ist was komplett anderes. Ist das so gar nicht lol. Wohin willst du? Da waren wir schon. Ja, ich will nur gucken, oder das. Aber es wird noch ein kleines Stückchen über der Brücke werden die Monster wohl grenzenlos sein. Kurze Anspielung. Alter, wird das versteht, ne? Das einfach nur gesungen. Hm? Das war keine Anspielung, du hast einfach nur gesungen. Ah, das doch, das ich. War eine Anspielung. Kennst du das Lied nicht? Doch, aber du hast einfach nur ein Lied gesungen. Ja, ist, ja okay. Mache ich. Wollen wir das repairen? Was kostet das? Dann müssen wir nicht durch die Höhle gehen. Das kostet 3 Scrap und 2,5. Boah, ist teuer, Alter. Das musst du machen. Ich hab nicht so viel Geld. Dein Ernst? Ich hab 11k. Ich hab 3. Ich hol kurz Scrap. Ich hab Scrap dabei. Aber nur einen. Okay, dann hätte ich sowieso noch 2 holen müssen. Hol ich noch 2 Stück. Aber durch die Höhle gehen wir trotzdem, ne? Ja klar. Aber in der Höhle kann man auch noch was machen, was wir später freischalten können. Ah. Was voll für ein Arsch ist. Ja, hier ist übrigens das Teil, falls man es nochmal sehen möchte. Da muss ich noch das hier fertig machen und da fehlt uns noch ein Teil von. Ein Serrated Spike. Falls du einen davon hast, den bräuchten wir. Dann können wir unser erstes Artefakt machen. Oder irgendwas, ich weiß nicht, ob es ein Artefakt ist, das sieht irgendwie nicht so aus, sieht irgendwie aus wie ein Component, also irgendwas, was du dazu machst. Nö, ich hab einen Chipped Claw. Ne, die brauche ich nicht unbedingt. Ich hab das Scrap Mat, gut. Ich hab einfach 17 mitgenommen, weil ich keine Ahnung, wo ich das teilen kann. Ich hab übrigens schon 17 Scrap. 18. Oh. Und jetzt können wir nach Burwich gehen und durch die Höhle kommt man da auch hin. Da sind halt nur noch mehr Gegner. Also.
Was ist das denn? Das sind Goblins. Snake Clan, Scavenger. Sowas wie Goblins. Ich hasse Goblins. Ich hätte mal lieber den Schaman. Sollen wir die Schaman nennen? Die machen aber gar nicht schlecht Schaden, muss ich sagen. Ja, ich muss gerade einmal wegrennen und mit der Maustaste auf meinen Held dran klicken. Weil ich in der anderen Hand noch ein Brot hatte. So, dann ich hab Bock, mit einem Einzelspieler-Shooter zu spielen, in dem man sich auch ausrüsten muss. Ich glaube, ich werde. Soll ich die Höhle gehen oder wollen wir hier oben weitergehen? Hier oben, wenn du sagst, wir müssen nachher nochmal in die Höhle. Nein, müssen wir nicht. Das dauert lange, bis wir das bekommen, also. Tja, dann gehen wir durch die Höhle. Was wollte ich denn sagen? Was ich, ach ja, Stalker. Stalker möchte ich ganz gerne irgendwann nochmal aufnehmen. Hm, ich nicht. Ne? Hier ist übrigens Portal. Oh mein Gott, warte. Muss mal kurz Aufnahme neu starten. Bist du abgestürzt? Ne, muss... Ne. Gut. Musst du gerade Aufnahme neu starten. Hier ist einfach das nächste Portal, Alter. Und du sagst, oh, die sind nicht so häufig. Ich hab gesagt, die sind richtig häufig noch. Ja, aber erst hast du gesagt, ah, davon gibt's ja nicht so viele. Gibt's ja auch nicht so viele. Nein, nein. Und da hab ich danach gesagt, da gibt's doch richtig viele. Ja, ich weiß, du willst mich verarschen. Ey, du willst mich verarschen, ey. Das ist ja ein Bastard. Das ist ja ein Arsch. Oh mein Gott, Spinnen. Gab's das letzte Mal auch schon? Nee. Doch, echt, ich glaube in der Höhle, glaube ich. In der unter... Obwohl... Ich weiß nicht. Ich glaube, das waren Zombies noch. Oh, ich hab Blutungsschaden. Ich blute hier gerade so ein bisschen. Ja, ich auch. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Gab's das vorher schon? Was? Blutungsschaden. So, dass es so angezeigt wurde. Wie wird das angezeigt? Ja, unten rechts an der Mana-Leiste hast du dann oben drüber so einen kleinen Tropfen. Ja, das gibt es. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich schon. Gehen wir sagen? Ich weiß nicht. Muss mal weg. Versehentlich einen Mana-Trank genommen. Ich sollte meinen Mana-Trank auf 1 legen. Wieso? Und den Heiltrank auf 2. Weil ich meine Hände immer auf 2, 3, 4 habe. Also meine Finger. 2, 3, 4. Weil auf 3 und 4 meine anderen Angriffe sind. Und dann ich habe meine Finger gar nicht auf der Tastatur gerade. Überlebst du das? Ich sterbe einfach nicht. Ja gut, also doppelt so viel Leben wie ich. Wenn ich da mal fast sterbe, dann hau ich auch mit der ganzen Hand auf die Tastatur und hoffe, dass ich die Taste treffe, mit dem auf der Heiltrank ist. Ich hab meine eine Hand die ganze Zeit so im Gesicht oder hab meinen Kopf drauf abgestürzt. Fuck, Alter! Was denn, bist du tot? Bin tot! Die sind übertrieben stark hier. Machst du Portal? Ist offen. Oh, 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 shit! Ich bin fast gestorben. Zum Glück habe ich eine Lebensregeneration. Ich weiß aber nicht, woher die kommt. Wahrscheinlich vom Ring oder sowas. Kannst du einen Grab mitnehmen? Hier waren Steine, da können wir nicht weiter. So, dann gehen wir erstmal hier oben lang, würde ich sagen, weil hier gibt es noch Spinnen und ich hasse Spinnen. Gott, vor allem diese schnellen Spinnen, das ist das Widerlichste. Ich renne so richtig schnell zu dir hin. Gott. Hab's ein bisschen gestanden, verwirrt. Ja, ich stand die ganze Zeit. Die Spinnen sind jetzt nicht so stark, aber. Ja, aber die Viecher davor waren echt hart, ey. Ja, die haben mich sogar einmal down gebürstet. Die haben mich gekillt. Und ich habe nur halb so viel Leben wie du. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich so lange überlebe, ey. Hier ist irgendwas. Moment, ich bin ja gelevelt. Was ist das?
Detonation Site, das meinte ich. It will take three dynamite to clear this path. Das heißt, hier können wir später noch durch. Aber wir haben noch kein Dynamit. Das meine ich damit, dass wir hier später noch mal rein müssen. Ah, okay. Das Dynamit spendet man später nämlich noch. Spoiler! Das ist voll cool, Alter. Sowas hätte es in Titan Quest ruhig auch mal geben können. Oder in Sacred. Aber Sacred ist alt, Sacred darf das. Den meisten, also ich finde das meistens voll scheiße, wenn ich dann irgendwie später nochmal in so ein Dungeon rein muss, weil ich irgendwie so eine Sache noch nicht habe. Da muss ich da nochmal reingehen, und nur damit ich irgendeinen Schatz bekomme, der eigentlich voll für den Arsch ist. Das kostet mich dann meistens voll. Ja, das voll ist es ja auch meistens keine Hauptquest, sondern halt. Ja, aber ich finde sowas meistens scheiße, wenn man dann einfach so ein ganzes Gebiet macht und da ist so ein Teil, was du nicht öffnen, was du nicht machen kannst, und dann musst du da irgendwann später nochmal zurückgehen und dann findest du raus, das ist eigentlich voll scheiße gewesen. Ja, wenn es nur eine Sache ist, dann finde ich es meistens auch doof, aber wenn es so zum Beispiel, wenn darauf Wert gelegt wird, dass die Gebiete nicht nur einmal benutzt werden, sondern mehrmals. Ja, aber ich finde das dann noch irgendwie nutzlos, dann da mit Level 50 nochmal reinzugehen, wenn du dann das Dynamit oder so hast und dann bringt es dir einfach, also dann. Ich hätte mich zum Beispiel in so Dead Island gefreut, wenn man nochmal zurück zum Strand gemusst hätte und dann die Viecher da mitgelevelt wären. Ja, so mitleveln, das wär auch gut, aber das meinte ich ja eben gerade, dass die Teile dann sowieso Level 1 sind, du bist Level 100 dann. Ja klar, die müssen dann irgendwie mitgelevelt sein oder von anderen Viechern zerberstet, halt, dass da stärkere Viecher sind einfach. Das wäre auch cool, dass dann in den alten Gebieten nochmal andere Viecher spawnen. Gab's irgendein Spiel, aber ich hab grad, ich weiß nicht mehr welches. Wahrscheinlich irgendein Diablo. Nee, das hab ich letztens erst gespielt. Skyrim? Glaube ich. Nein, Skyrim leveln die Viecher ja nicht so unbedingt mit. Nein, da gehst du zurück ins Anfangsgebiet und dann sind da alle Viecher noch auf 2. Skyrim muss ich auch mal wieder zocken. Ja, ich zock Skyrim momentan ein bisschen intensiver wieder. Ja, mit Mods und so. Ich hab's ja ohne Mods immer gezockt. Ja, ich hab jetzt zwei Mods, die das Gameplay irgendwie verändern. Das meiste ist nur Grafik. Ja, das ist ja das Schöne daran, Grafik. Was wollte ich denn machen? Du meintest die Bombe. Die Granate ist ja super, ne? Ja, stimmt. Ich sollte auch mal skillen. Wo ist denn die? Alter, die ist voll weit weg. Ja, ich hab das nur ein bisschen weiter gespielt. So, was macht das? Requires a shield. Assume a defensive stance that greatly boosts your combat awareness. You can only maintain this focus for a short duration. Charge. Ein Fire Strike benutze ich so. Was war es gerade für ein Geräusch? Ich hab gelevelt. Wo Nein, bist das du? Das hat sich gerade komisch angehört. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat sich irgendwie wie so ein Schrei irgendwie so, aber so richtig schlecht aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gehört. Okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich auf Pet Attack gemacht habe. Ich habe nämlich keine Pets. Nice. Also mache ich jetzt mal wieder einen Fire Strike rein. Ich glaube, dann gehe ich das hier noch einmal. Ja. Oh, das war's. Warte mal kurz, ich muss mal kurz in unser Marmeladenglas gucken. Blitz. Und dann noch einmal Physics skillen, damit wir mehr Leben haben. Ist kein Schimmel drauf, kannst du essen. Na, so. Wieder da. So. Ja, jetzt mach ich auch wieder viel mehr Schaden, Alter. Wieso hast du eben gerade keinen gemacht? Ja, weil ich halt diese Attacke nicht aktiviert hatte auf der linken Maustaste. Fuck, ich komme nicht weg. Ich habe keinen Stun ready. Jetzt habe ich einen ready. Oh, gehabt. Ich auch. Ich schlucke halt immer noch ziemlich viel Heiltränke, Alter. Ich gar keinen. Ich kann nicht mehr weglaufen. Was wollte ich denn jetzt nochmal gucken? Das hier. Lower Enemy Attack, keine Ahnung. Das hier, diese Höhle ist auch so ein bisschen so verwirrend, weil die so drunter und drüber. Ja, sowas. Ich muss Map mal auf mittlere Maustaste legen. Sacred hat echt die beste Map, muss man zugeben. Naja, ich drück eigentlich M die ganze Zeit, also das ist nicht so schlimm. Ja, dann muss ich die ganze Zeit meine Hand unbequem hinlegen, weißt du, das finde ich nervig. Ich finde die Map auf mittlerer Maustaste schon ziemlich
Cool. Und kann man machen. Unser Timer klingelt gerade. Weißt, wir töten noch die Gegner hier und dann. Machen wir mal aufhören. Ja, Timer ist okay. So. So. Und dann hoffen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, haut rein und ciao. Tschüss.